Viele Narzissten holen sich ihre Bestätigung über Sexualität. Und da machen sie noch nicht mal Halt vorm Fremdgehen. Hier erfährst du mehr und ich zeige dir, wie ein Narzisst denkt. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir, glücklicher zu lieben. Narzissten sind impulsiv, süchtig nach Bestätigung und ihr Anspruchsdenken gibt ihnen die Legitimation, über Grenzen und Konventionen hinwegzugehen. Einige haben fließende moralische Grenzen, was gerade bei malignen Narzissten ausgeprägt ist. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten zum geheimen Seitensprung oder Außenverhältnis, wie Paartherapeuten sowas nennen, heutzutage durch Datingportale sehr viel leichter sind als vor einiger Zeit. Nie war es leichter, Unmengen williger Partnerinnen oder Partner für alle Arten von Sexualität zu finden. Und wer weiß, hinter wie viel Überstunden oder Dienstreisen ein sexuelles, körperliches Verhältnis zu einem anderen Menschen steckt. Noch einfacher geht es natürlich dann über Sexting, den schnellen Kick zwischendurch per WhatsApp, Telegram, Instagram und Co. Und sicherheitshalber wird der Name des Sexting-Partners oder der Sexting-Partnerin im Telefonbuch in den Vornamen des besten Freundes oder Büro umgewandelt. Und wer wird dann schon misstrauisch, wenn abends eine Nachricht von einer solchen Absender klingelt? Kurz, Antworten ist sehr wohl schon legitim. Wie schnell holt sich der Narzisst somit seine Bestätigung, ein toller Hengst zu sein? Sollte es doch irgendwie auffliegen, na, wird er es nicht als Fremdgehen oder Betrug bezeichnen und alles kleinreden. Heißt das, alle Narzissten betrügen ihre Partnerin? Nein. Oder vielleicht doch. Es kommt darauf an, wie du Betrug in der Partnerschaft definierst. Wenn du nur den Beischlaf mit einem anderen Menschen als Untreue siehst, macht sich definitiv nicht jeder Narzisst des Betruges schuldig. Aber wenn du dich betrogen fühlst, weil dein Partner oder deine Partnerin dir seine wahren Gefühle vorenthält oder dich fortwährend anlügt, mit anderen flirtet oder gegen deinen Wunsch Polyamor leben will, wenn seine Überstunden als Erklärung für die Zeit beim Glücksspiel herhalten müssen, dann darfst du alle Narzissten unter Betrugsverdacht nehmen. In diesem Sinne sind sie nur einem einzigen Menschen treu, sich selbst. Wenn du mehr über Liebe und Partnerschaft wissen willst, gib mir ein Like, abonniere den Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch über zukünftige Videos immer informiert wirst. Narzissten sind schnell gelangweilt und suchen neue Felder der narzisstischen Bestätigung. Dich hat er schon als Trophäe und wenn er über das Stadium des Lovebombing hinaus zu deiner Entwertung gekommen ist, kannst du ihm den Kick der Bewunderung ja eh nicht mehr bieten. Er denkt an sich und hält sein Verhalten für gerechtfertigt. Ihm fehlt jegliche Vorstellung, was ein Betrug mit dir macht. Und es würde ihn auch nicht mal interessieren. Die Empathie, die nötig wäre, um das zu realisieren, wie sehr du leidest, wie sehr du verletzt bist, ist nicht vorhanden. Deswegen wird er im Gegensatz zu gesunden Partnern oder Partnerinnen auch keinerlei Gewissensbisse haben. Seine einzige Sorge wäre bestenfalls, wie er die beiden Beziehungen so weit organisieren kann, dass er das Beste aus beiden Welten herausholt. Er versucht, dein Generve zu vermeiden, nicht dein Leiden. Wenn sein Außenverhältnis herauskommt und er mit deinem Ärger oder deiner Trauer konfrontiert wird, ist er nicht beschämt, er wird seine Scham sofort auf dich projizieren. Es ist dann deine Schuld. Du hast ihn dazu getrieben. Vielleicht, weil der Sex mit dir zu selten oder zu langweilig war, weil du nicht mehr attraktiv genug bist oder er wird irgendeinen anderen Grund finden. Also sei dir gewiss, die Schuld wird in seiner Welt nicht bei ihm liegen, sondern immer nur bei dir. Mit etwas Glück setzt er noch eine Kirsche auf die Sahnetorte und behauptet, er habe dir vom Nebenverhältnis nur deswegen nichts gesagt, weil du dich immer so aufregst und eigentlich ja gar nichts dabei ist, aber du wieder einen Elefanten aus einer Fliege machst und er wollte dich ja eh nur schonen. Solltest du zum Äußersten greifen, eure Beziehung ernsthaft in Frage stellen und das Wort Trennung ins Spiel bringen, wird sich seine Strategie ändern. Krokodilstränen fließen über seine Wangen. Er weiß gar nicht, wie es zu diesem einmaligen Ausrutscher kommen konnte und will mitunter sogar mit dir zur Paartherapie gehen. Wenn seine Tränen dich besänftigen und du einlenkst, ist es eine Frage der Zeit, bis sich das Gespräch wiederholt. Narzissten sind Serientäter. Sie brauchen permanente Selbstbestätigung so sehr, wie der Alkoholiker seinen Alkohol braucht. Und das ist täglich, monatlich oder jährlich. Der nicht-narzisstische Partner, dessen Außenverhältnis auffliegen sollte, versucht ja glaubhaft, Vertrauen zurückzugewinnen. Er entschuldigt sich, bittet um Verzeihung und will nie wieder fremdgehen. Hoffentlich macht er das dann auch nicht mehr.
Er wird an sich arbeiten, um eure Partnerschaft wieder zu sichern. Der narzisstische Partner, der bei seinen Seitensprüngen ertappt wird, weist alle Schuld und Scham von sich. Er hat gelernt, wie er sein Bedürfnis nach Bestätigung durch andere Sexpartnerinnen oder Sexpartner sicherstellen kann und arbeitet eher an der Geheimhaltung als an seiner Eignung als verlässlicher, liebender, treuer Partner. Warum suchen eigentlich so viele Narzissten den außerehelichen Kick? Eindeutig die Bewunderung, die narzisstische Versorgung. Er ist der Held, er kann es, er hat die Macht und die erotische Ausstrahlung. Er kann sich dadurch selbst emporheben und seine Gespielin macht es zusätzlich. Und wer weiß, vielleicht lässt er bei seinen Kollegen auch mal durchblicken und dann steht er auch noch dort als toller Hengst da. Es ist ein besonderer Kick und eine Bestätigung für ihn, über den gesellschaftlichen Normen zu stehen. Klar, treusorgender Familienvater mit Vorbildhaus und Auto ist schon gut. Aber er führt neben diesem fast schon langweiligen, unterfordernden Leben Casanova-Leben auf der Überholspur. Überlegen und gottähnlich kann und darf er es sich leisten, neben der Erfüllung sozialer Konventionen auf Rücksicht zu verzichten und nimmt sich einfach, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Es ist eine mehr oder weniger heimliche Rebellion gegen die langweilige Normalität. Er fließt nicht mit dem Strom, er lenkt den Strom. Sexuelle Kontakte auf der Überholspur schützen ihn auch eher vor seiner Angst vor Intimität, als dies bei einer langweilig, romantisch, intimen Liebesaffäre der Fall wäre. Eine Beziehung außerhalb eurer Partnerschaft dient dem Narzissten auch bei seinem Lieblingsspiel der Triangulation. Triangulation ist ein Spiel auf indirektem Weg. Hier nutzt der Partner einen dritten Menschen, also das Außenverhältnis, um dir zu schaden. Ganz egal, ob er zu einer Prostituierten geht, mit seiner Kollegin schläft oder mit deiner Freundin, einseitig Pornografie konsumiert, dich zum Swingerclub oder Dreier drängt. Er macht dies nicht nur zu seinem sexuellen Vergnügen, sondern auch, um dich weiter zu erniedrigen. Darauf angesprochen, greift er rasch zur Täter-Opfer-Umkehr. Du hättest ihn ja dazu getrieben, weil er bei dir kein Verständnis für seine berechtigten Bedürfnisse findet. Und wenn er noch mehr erniedrigen möchte, kann er auch sagen, der Sex mit dir wäre halt nicht das Wahre, weil du sexuell nicht mehr so interessant bist, da du zu alt bist oder nicht mehr ansprechend aussiehst. Und je tiefer er dich stellt, umso machtvoller fühlt er sich. Sex ist in seiner Welt Macht. Macht in Reinform. Die Triangulation durch außerehelichen Sex oder aggressives Flirten kann zwei Zwecken dienen. Sie kann Machtverhältnisse in eurer Beziehung festigen, deine Ohnmacht ist seine Macht, und ihm dadurch das Gefühl von Kontrolle geben. In seiner Vorstellung kann er auch darüber, dass er dich kontrolliert, die Beziehung sichern. Du rennst ja nicht weg. Triangulation kann ihm aber auch den Weg für eine Trennung ebnen. In dem entstehenden Streit gelingt es ihm, dir die Schuld für sein Verhalten unterzujubeln. Du hast ihn dazu getrieben, deine Langeweile, deine Eifersucht. Das muss er sich nicht mehr bieten lassen. Er hält sowieso nicht mehr aus, dass du ihn zerstören würdest und wird dich leider verlassen müssen. Also entweder als Androhung oder in der Realität. Das vielleicht Beste daran für ihn ist, dass er im Falle einer Trennung von dir sofort einen Ersatz gefunden hat. Lange Trauer, Aufarbeitung eurer Beziehung? Nee, das brauchst du nicht zu erwarten. Dafür bräuchte der Narzisst ja wahre Empathie und Reflexionsvermögen. Und auch das Annehmen seiner Schuld und seiner Scham wären hilfreich, um zu realisieren, was er gemacht hat. Und welche Gefühle kann er nicht ertragen? Ja, genau. Scham und Schuld. Beides würde seinen grandiosen, allmächtigen Status in Frage stellen. Ja, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Er gewinnt immer. Um es auf den Punkt zu bringen, Sexualität stärkt in einer gesunden Welt das Wir, in der Welt des Narzissten aber nur das Ich. Du erfüllst ihn lediglich eine Funktion, du bist ein Objekt für ihn. Du und jeder andere Sexpartner bist narzisstische Versorgung, Futter für das Raubtier. Wenn du mehr über Narzissmus in Beziehung wissen möchtest, hier findest du eine Playlist.